Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch wieder. Herzlich willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Ja, wir sind immer noch in Ypermer, beziehungsweise der Oberbegriff ist Vorwochel. Und wir werden uns heute mal ein bisschen um die nächsten Questbereiche kümmern, nachdem wir ja gestern so ein bisschen kreuz und quer hier gerannt sind. Erstmal ist wieder Edmir an die Reihe. An der Reihe. Heute gehört uns der Punkt hier vorne. Der ist eingenommen. Das heißt, dort können wir keine Kätzchen farmen gehen. Aber das macht nichts. Die Katze ist auch hinne. Seid gegrüßt, Etelev Jeras. So, die Siedlung ist zurückerobert. Ist aber nicht mein Verdienst, das muss ich dazu sagen. Und dann werden wir uns jetzt ein bisschen hier in diesem Gaudaran-Tunnel mal austoben. Und mal schauen, was dabei rumkommt. Es ist wieder ein schöner... sonniger. Na, was haben wir jetzt? Nachmittag, Vormittag? Abendröte. Das heißt, wir sollten uns vielleicht ein bisschen beeilen, damit wir hier noch tagsüber spielen können. Weil nachts finde ich Vorwochel ein bisschen unheimlich, ein bisschen gruselig. So, mal gucken, was der Hexenkönig uns heute an den Kopf wirft an Gaudaran. Da vorne sind ein paar Katzen. Hier sind auf jeden Fall schon mal die ersten Totems. Aber den brauchen wir sogar. Die Jungs brauchen wir, wie gesagt, ein bisschen. Es ist ein Truppführer. Holt Grengar zurück, ist die Aufgabe. Na, du bist kein Wolf, du tust nur so. Und ansonsten hier im Canyon stehen, wie gesagt, genug von diesen Totems rum. Ich glaube sogar auf beiden Seiten. Dementsprechend werden wir jetzt ganz gemütlich erstmal die Totems abpflücken. Und im Anschluss lassen wir Edmund mal wieder ein bisschen mit den Gaudaran spielen. Einer dieser arktischen Jäger hat nämlich das Schwert, was wir brauchen. Und, wir haben das Schwert auf jeden Fall zurückgeholt. Aber wir brauchen noch die Fetische. Dementsprechend machen wir hier einfach ein bisschen weiter. Edmi kann in Ruhe mal mit den Jungs spielen. Wie ihr sehen könnt, hier haben wir auch schon einer der 700er Rufgegenstände. Können wir ab Stufe 40 einsetzen. Und ja, ich sag's mal vorsichtig so, mit den Rufgegenständen könnt ihr nachher auch passend Ruf farmen, beziehungsweise auch Shop-Punkte. Das funktioniert eigentlich auch relativ einfach. Ihr stellt euch einen Charakter, spielt ihn einfach so weit hoch, setzt ihn dann ein, holt den Ruf komplett hoch und so verdient ihr halt die Shop-Punkte. Früher ging das mit jedem Level 1er Charme, deswegen so wurden beispielsweise früher die Shop-Punkte relativ übel erfarmt, wenn man die übrig hatte. Beispielsweise konnte man die ja hervorragend farmen in... wo war das jetzt nochmal? Richtig. Die konntet ihr erfarmen im Bereich Bre, im alten Hügelgrab. Ja, das hat hervorragend geklappt. Jetzt müssen wir noch den Schlitten holen. Dafür deaktiviere ich mal die ganzen anderen Quests. Und dann gucken wir mal. Für dieses Ritual müssen wir ganz nach hier unten. Da müssen wir halt ein paar Meter laufen.
ist doch wohl noch nicht dunkel. Wir haben zwar Abendröte, aber das ist doch noch nicht. Sichtweite gleich 0. Das ist ja blöd. Ich glaube, das Ding soll einen Schneesturm simulieren. Aber die Geräuschkulisse ist hier sehr schön. Leider habe ich noch kein schnelleres Mount, aber das kommt demnächst auch noch. So in naher Zukunft. Wenn wir halt soweit sind. War da ein Schleicher? Nein, da war nur ein Elch. Da ist wieder Teaser. Eine süße kleine Mieze. Und wo ich das gerade so sage, ich glaube, ich muss mal ganz kurz das Teamspeak kontrollieren. Ich sehe nämlich gerade, dass ich in einem Channel bin, der eigentlich nicht für die Aufnahme gedacht ist. Naja, ich riskiere es einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück und in der nächsten halben Stunde kommt keiner. Wobei, wartet mal eben. Channel switched. So, ich bin jetzt einmal doch sicherheitshalber runtergegangen. Aber das macht soweit nichts. In der Zeit konnten wir ja aber, wie gesagt, ein Stückchen reiten. Und könnte mal jemand eine Laterne raushängen? Das ist echt scheiße dunkel. Vor allen Dingen, dieses Lager ist auch gleichzeitig das nächste Questlager, wo wir jetzt hingeschickt werden. Aber ich wollte eigentlich noch nicht in diesem Bereich questen. Mal gucken. Aber wenn ich das auch richtig sehe, haben wir auch nur eine einzige Quest hier. Das passt dementsprechend. Oder auch nicht. Seid ihr stark genug, dem Eis zu trotzen? Na gut, dann nehmen wir hier die Quests einfach mal mit an. Genug Platz haben wir auch nicht. Na. Die Lumiveki kennen euch nicht. Na gut, wir nehmen auf jeden Fall das mit. Ich lasse nicht zu, dass man mich ignoriert. Und das ist hier unsere Badin, die in Nöten ist. Würdet ihr dementsprechend mich jetzt mein Anliegen vortragen lassen? Einfach mal mitnehmen. So, dann reiten wir jetzt aber erstmal wieder zurück. Tut mir echt ein bisschen leid, dass ich euch das jetzt antun muss. Aber ich wollte, wie gesagt, die ganzen Quests in dem Gebiet erstmal fertig haben. Und wie gesagt, von den Eisgrimmigen brauche ich erstmal so viele, wie ich kriegen kann. Das macht die Sache doch dann schon ein bisschen leichter. Da ist der nächste. Das ging ja gut. Was habe ich denn gemacht? Zerstörerischer Treffer mit Blitzschlag. Düstergrimmiger mit 1500.
Jetzt ist die Frage, war das ein epischer Crit? Das kann ich euch so gar nicht sagen. Aber ich hoffe jetzt echt, dass das Wetter mal gleich wieder besser wird. Vorrochel, die große Tundra voller Schnee und Eis. Herzlich willkommen in Norwegen. Nee, Quatsch, nicht Norwegen. Wo war das denn? Arktis? Ja, Arktis würde auch passen, aber... Alaska! Alaska passt dazu. Naja, da unten ist wieder unser kleiner Signatur, den wir ja befreien, weggemacht haben. Wenn ich mir das so angucke, soll das wahrscheinlich wirklich so einen kleinen Schneesturm simulieren. Finde ich schon wieder sehr interessant mit diesen Reflexionen der Lagerfeuer, die in der Stadt stehen. So, wir haben es gleich geschafft, haben eine Handvoll Aufgaben, die wir abgeben können. Und dann sehen wir einfach mal weiter. So, die erste Aufgabe können wir abgeben. Ihr werdet hier auf wenig Vertrauen treffen, Rückeroberung der Siedlung. Gibt wieder gut Ruf und einen schönen Gegenstand. Mal kurz gucken, was das Inventar sagt. Das Inventar sagt auch, wir können ein paar aufnehmen. Ansonsten verkaufen wir einfach wieder. Ihr kennt das ja. Wir suchen uns wieder das aus, was am meisten Silber bringt. Mit 11 Silber ist es definitiv die Axt. Was kann ich für euch tun? Ah, das Schwert meiner Schwester ist von unserem Waffenmeister die Aufgabe. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ich vermute mal, dass wir dann hier oben hin müssen. Dann haben wir hier hinten noch mit bei Kimo ganz schön frisch heute. Eis am Ufer, die Quest, die wir ja gestern noch schnell gemacht haben, weil es ja eine Zeitquest war. Ihr seid zu einem schicksalhaften Zeitpunkt hergekommen. So, unsere nächste Aufgabe ist es, 20 Reißzähne von den Säbelzahntigern zu erlegen. Das ist aber nicht das Problem. Der Atem des Hexenkönigs ist unerbittlich an diesem Ort. Wir suchen uns diesmal... Ja, wir hängen mit den Heiltränken hinterher. Also gibt's die Heiltränke. Und dann haben wir hier oben noch eine Quest abzugeben. Mich bei Kajic. Was führt euch hierher? Die Lumiveki sind besorgt. Wir haben uns... Überlebenskünstler haben wir abgeschlossen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um ein kleines Ritual. Dies ist eine Solo-Aufgabe. Dementsprechend reisen wir einfach mal. Kai, der Sohn des Häuptlings, ist in Pinja verliebt. Eine junge Frau, deren Vorfahren sich in viele Stämme zurückverfolgen lassen. Unfähig, ihr seine wahren Gefühle zu zeigen, flüchtet er sich in ein altes Ritual, das einem Krieger erlaubt, eine Braut aus einem rivalisierenden Stamm gefangen zu nehmen. Ja, das kennen wir ja auch aus so vielen anderen Geschichten. Wir entführen einfach mal die Frau.
Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Hat das zum Thema, Sie sind auf der Jagd. Es ist nicht mehr sicher, nachts zu reisen. Die Gewässer sind früh zugefroren. Ach, der will ja schon gar nicht mehr spielen. So, zwei nervende Hüttenbewohner sind vertrieben. Mal gucken. Ach, da kommt der nächste. Wir bereiten schon mal vor. Die Kälte ist zu schneidend für diese Jahreszeit. Einem Weichling zur Flucht geschlagen, also wirklich. Das geht nun wirklich zu weit. Hat die Frau sich etwa gewehrt? Mein Koti ist euer Koti. Dies ist auch gleichzeitig noch eine Instanz, die ihr für eine der 10 Jahre braucht. Dementsprechend kann ich euch empfehlen, dass ihr diese auch mal spielt. Also, wie ihr gesehen habt, Forochel ist halt wie gesagt nicht das schwerste Gebiet. Auch wenn es von vielen Leuten eigentlich ausgelassen wird. Das Ritual hat funktioniert. Mann von Frau K.O. geschlagen. So. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal, dass wir jetzt hierhin geportet wurden. Mein Koti ist euer Koti. Bind eine Bande. Mal gucken. Vielleicht nehmen wir aber auch den Screenshot. Wartet mal ganz kurz. Add me nach hinten. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Wie geht es euch heute? Ihr seid zu einem schicksalhaften Zeitpunkt. Weiße Fälle, Schneeglöckchen. Okay, das sollte wohl auch zu schaffen sein. Heieieiei, Heidi Witzke, jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen hier sammeln. So ein paar Aufgaben haben wir noch. Mir passt zwar gerade schon wieder dieses Wetter absolut nicht, aber da kann man leider nichts dran machen. Die Jungs brauche ich nicht. Gut, dass die erstmal nur drohen. Die bräuchten wir, glaube ich, oder? Reißzähne, Felle. Passt. Nehmen wir mit. Die restlichen Kreaturen brauchen wir leider nicht. Aber das ist ja zum Glück auch erstmal egal. Oh, wir haben sogar eine Liste, die wir bekommen haben. Ach, das passt. Den brauchen wir also auch noch für
die Waffenmeister-Quest. Mal gucken, ob der Blitzschlag noch kommt. Ich glaube nicht, dass das gezählt hat. Na gut, dann werden wir uns jetzt trotzdem hierhin bewegen. Ah, verdammt, das wollte ich jetzt nicht aufmachen. Aber egal. Ach so, das, was ich hier in der Hand halte, ist die Hochzeitseinladung. Okay. Noch gut zu wissen. So, aber wir haben jetzt erstmal was anderes vor. Des einsamen Graugemäuers, das dürfte das hier oben sein. Mal schauen, ob wir das da finden. Und ansonsten, die Fälle kriegen wir definitiv zusammen. Das ist kein Problem. Oh Mann, gerade eben, als wir angefangen haben zu spielen, wunderschönes Wetter und jetzt, man sieht die Hand vor Augen nicht. Man sieht nicht mehr wirklich den Mond. Naja. Das einsame Graugemäuer, mal gucken. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal einen Eiscremigen, den nehme ich gerne mit. Da ist ein Gaudaran, den wir brauchen. Aber wohl leider noch nicht das, was wir suchen. Aber wir kriegen Gelehrtenkrams, den nehme ich gerne mit. Und wenn ich das richtig sehe, ist hier oben ansonsten relativ tote Hose. Naja, er hat ja geschrieben, wir brauchen das neue Schwert von einem Gaudaran. Mal schauen. Uns fallen natürlich noch andere Spots ein, wo es die Jungs gibt. Unter anderem auch noch einen EP-Stützpunkt. Und ansonsten, hier unten sind auch nochmal drei. Ihr seht, die Gaudaran-Krallen sind die zweiten Ruf-Items, die wir kriegen können. Die sind 50 Ruf wert und werden halt, wie gesagt, gerne von den Jungs hier gedroppt. Abgesehen natürlich, dass sie natürlich auch die Schlittschuhe droppen. Ah, hier unten gibt es noch mehr von den Viechern. Aber so wirklich das Schwert finden wir hier gerade irgendwie nicht. Und aufpassen muss ich ja auch noch so ein bisschen nicht, dass ich doch noch irgendwie im Wasser lande.
Hier waren wir ja bereits gestern. Hier geht es auch mit den Würmern weiter, beziehungsweise hier oben sind auch noch weitere Gaudaran. Aber ich glaube, jetzt habe ich mich so ein bisschen verrannt in der Entfernung. Vor allem jetzt muss ich auch so ein bisschen aufpassen, wie ich hier handhabe. Hier in der Gegend gibt es nämlich auch einen relativ starken Boss, der hier ab und zu mal rumrennt. Wenn hier nicht gerade ein 100er war, der den eben erledigt hat. Würmer. Ja, ich glaube, ich habe mich jetzt gerade total verrannt. Für die Aufgabe. Das tut mir jetzt natürlich leid. Jetzt sind wir auch noch genetzt. Es ist etwas suboptimal. Zumal, weil das Wetter auch nicht mitspielt. Wir sind jetzt schon so weit im Westen wieder, dass wir schon wieder die nächsten Questbereiche erreicht haben. Wollhut der Entschlossenheit. Sind wir hier im Munchkin? Ja, wir haben das Schwert geschafft. Freude. Wie ihr sehen könnt, das war das andere Spielchen. So, damit haben wir das Schwert. Und da wir uns so ein bisschen allmählich der Ende der Folge widmen, würde ich einfach mal sagen, reiten wir hier zur Zwergenfestung durch. Das dürfte der kürzeste Weg sein. Und dann nehmen wir einfach die automatische Reiterroute zurück. Und morgen moderiere ich dann einfach wieder von unserem Punkt an. Das war jetzt, wie gesagt, absolut nicht. Aber wo wir gerade hier sind, das ist dieser Canyon, den ich meinte. Hier könnt ihr hervorragend diese Eisgeister farmen. Aber wir sind halt noch nicht questtechnisch hier. Dafür sind wir halt noch ein bisschen zu weit. Nichts hier raus hier. Ist das eine Suppe? Ich hoffe, ich komme über diesen Pfad hier raus. Ich bin hier so lange nicht mehr lang geritten. Aber es schaut gut aus. Jetzt ein bisschen am rechts am Berg vorbei, geradeaus wäre eine Sackgasse gewesen. Hier auch, also wieder ein Stückchen zurück. Ah. Tundra. Hier sind wir schon richtiger. Und da vorne sehen wir am Horizont auch schon die Ruinen. Aber die Grimmige nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und wo wir schon mal dabei sind, können wir auch mal den Tundrabären hauen. Und im Hintergrund erhört ihr es schon wieder. Wir sind schon wieder am Ende einer Folge.
Deswegen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut auch gerne morgen wieder vorbei, wenn es wieder heißt Herr der Ringe Online abends mit eurem Schattenwolf. Und dann sage ich einfach mal bis morgen, wenn wir wieder Autoroute zurückreiten gleich. Tschüss.